really light blues places or blues groups that I've known, like Johnny Little John. They mostly want to go further out, you know. They don't want to play around the other places. Enough places to play. I don't have really enough places. Ich habe also gerade gefragt, ob eigentlich hier in Chicago, wo es so viele Bluesgruppen gibt, so eine Art von Konkurrenz ist. Aber er sagt, es sind eigentlich genug Plätze da und das Einzige, was höchstens Schwierigkeiten bereitet, ist, dass die Gegend um die Bluesclubs herum so eine harte Gegend ist, dass da ab und zu mal Schwierigkeiten entstehen, also die Leute ein bisschen rough, ein bisschen rau sind. Ja, yeah, what's another question? How much money do you earn for such a gig? $25 a man. $25 a man? Right. $25 per man? $100 for the whole group. Yeah. We played for less times, but if we travel, we play for more. Right. Yeah. If we travel, but this is in our neighborhood. Yeah. What are the truth of life is that around here in the area, a lot of people don't have a lot of money to come out to see you. So, you know, so the owners to the travelers, they don't have enough money to pay you. You know, if they don't get the money, you can't make it. So. Ah, right. Also die Schwierigkeit ist bei der Bezahlung. Let's go. Das ist klar. Bei der Bezahlung ist, dass es also zu wenig Leute gibt, die genügend Geld haben. Und obwohl Little Ed und seine Gruppe viel und professionell spielen, reicht es nicht. Ed arbeitet als Autowäscher und Dave, der einzige gute weiße Blues-Gitarrist, den ich in Chicago getroffen habe, füllt im Supermarkt Regale auf. Every time.